So, ich glaube, wir haben es geschafft. Puh, sehr schön. Hier ist nichts. Ja, sieht gut aus. Alter Schwede. Ja, nicht ohne, ne? Gehen wir schnell rein. Ah, ein Safehouse. Ah, eine Art... Was ist das? Ich glaube, Krankenhaus war das hier. Ach, ich muss woanders hin. Ach ja. Was haben wir hier? Freie Gefangene. Ja, schließt halt auf für den Widerstand ab. Machen wir schon die ganze Zeit. Sieht aber nicht gut aus hier für die Leute, ne? Nee, echt nicht. Tagebucheintrag wieder. Also ich kann das auch nur empfehlen, wenn ihr das Spiel spielt. Ich habe schon wieder auch jetzt die letzten Tage was Negatives gelesen, weil mir ja, weil jetzt ein Patch rauskam für den PC, der jetzt die Performance da halt deutlich erhöht. Ich weiß nicht, also hier am Konsole läuft es echt gut. Ich weiß nicht, was die am PC für Probleme haben. Naja, und von wegen, ja, katastrophales Spiel und bla bla blub und naja, der Patch macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Und ganz ehrlich, es ist ein grundsolider Shooter mit einer coolen Story und coolen, also oder guten Gameplay-Elementen, wie jetzt dem hier zum Beispiel mit dem Schleichen und sowas, so ein bisschen verdeckter agieren muss, weil man halt gejagt wird und so. Und ich persönlich bin echt begeistert von dem Ding. Absolute Kaufempfehlung, meiner Meinung nach. Aber ihr seht es ja auch, ihr könnt es euch ja angucken und seht ja, wie das Spiel ist. Und ich verstehe nicht, warum man das Spiel so runterputzt. Also echt keine Ahnung, was das soll. Ich check das sowieso immer nicht, warum man... Warum man alles immer so schlecht drehen muss. Alter, kann ich nicht hin. Nee, das kann ich vergessen. Wenn ich das mache, dann würde die Kamera uns sehen, dann gibt es richtig Terror. So, gucken. Wir müssen hier oben hin. Anscheinend ist hier das Stack. Ah ja, siehst du. Aha. Ach, von hier wäre es auch irgendwie reingegangen. Na, sieh einer an. Ja, das hätte man mal wissen müssen. Naja, ist vielleicht auch besser so. So, die Batterien des Controllers sind beinahe leer. Ne, das freut mich ja richtig. Da bin ich doch mal total happy. Das sind immer so Nachrichten, die will man eigentlich gar nicht hören. Aber gut, ich glaube, ich habe jetzt vor einer Woche oder so die Akkus das letzte Mal aufgeladen. Ich habe auch nicht so viel gezockt in letzter Zeit, muss ich sagen. Also jetzt für den PC eigentlich wegen Space Engineers und Scrap Mechanic. Und hier, na gut, doch Ark. Naja, nach wie vor Ark viel gezockt hier. So, haben wir ein Gebiet erobert. Sehr schön. Zwei Gebiete gehören uns hier schon. Oh, ich finde es immer schön, wenn man dann hier alles immer sieht, wo was ist. Ne? Dann kann man sich gezielt drauf losmachen. Ah. Muss man gewöhnliche Menschen davon überzeugen, zu kämpfen. Genau. Karte zeigt, wie stark du den Bezirk dazu inspiriert hast, sich aufzulehnen. Sehr schön. Fünf unterschiedliche Kategorien von Handlungen, die zu deiner Gesamtsumme zählen. Das sind Wachposten, die erobert werden müssen, Stimme der Freiheit, wo du Radios auf den Sender des Widerstands umstellst, Sabotage, wo du die Infrastruktur der KVA zerstörst, Befreiungen, wie das Retten von Bewohnern vor Polizeibrutalität. Haben wir auch schon gemacht. Und schließlich das Zerstören der APCs, die die Straßen patrouillieren. Haben wir auch gemacht. Zusätzlich zum Bewegen der Herzen und Gedanken gewinnst du KVA-Tech-Punkte. Sehr schön. Mit denen du Waffenumwandlungen, Einsatzmethoden von Guerilla-Werkzeugen und neue Kit-Gegenstände kaufen kannst. Sobald Herzen und Gedanken 100% erreicht haben, kannst du die Übertragung der Widerstandspropaganda im ganzen Bezirk starten. Das wird die Leute veranlassen, sich aufzulehnen. Sehr schön. Und du hältst Zugang zu den Schlüsselstützpunkten der KVA im Bezirk. So, und das ist jetzt eigentlich praktisch... Hey Brady, hier spricht Ned. Ja, jetzt erzählt. Gute Arbeit bei der Besorgung der Informationen über den Distrikt. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Du siehst die Polizeistation, in der sie meine Jungs festhalten, aber momentan können wir keine Rettungsmission starten, da die Norks die totale Kontrolle haben. Das müssen wir ändern. Wir müssen die Leute auf unsere Seite bringen. Versuche in ihren Herzen und Gedanken etwas zu bewegen. Wenn wir sie für uns gewinnen können, haben wir eine Chance. Und sobald wir Informationen zu Walker haben, können wir loslegen. Ich muss zum Waffenlager zurück, bevor es noch von irgendeinem Idioten in die Luft gesprengt wird. Aber ich melde mich wieder. Viel Glück, Brady. Jupp, danke, danke. So, und praktisch jetzt an dieser Stelle
weiß man jetzt eigentlich erst alles, was man im Spiel machen kann. Brady, hier spricht er schon wieder. Es funktioniert. Die Leute stellen sich auf unsere Seite. Mach so weiter, Brady. Wir müssen für Chaos sorgen, damit wir in dieser ganzen Verwirrung meine Jungs retten können. Weil jetzt werden die mutiger. Die fangen jetzt an nach und nach. Wir sehen, dass 86% haben. Brady, hier spricht Burnett. Ich habe gehört, was du und Ned macht. Ihr sorgt hier in Earlston für Unruhen. Denkst du jemals an die Konsequenzen? Ja, mach ich. Menschen werden sterben, Brady. Die KVA macht da keinen Unterschied. Richtig. Sie werden alles Nötige tun, um die Unruhen zu beenden. Du hast kein Recht, Unschuldige in Gefahr zu bringen. Egal, aus welchem Grund. Jetzt fangen sie nämlich schon an, da oben hier so Sachen kaputt zu machen und sowas. Wird langsam halt Terror gemacht. Stellen sie sich gegen die Leute, provozieren die und so. Mit uns nicht glücklich ist, aber wir dürfen uns jetzt nicht ablenken lassen. Ja, chillt einfach. Zu wichtig. Mach so weiter, Brady. Da, der provoziert die auch. Zurückgedrängt haben, können wir die Polizei. Ja, ist okay, chill doch mal. Und meine Leute retten. Mach einfach weiter. Ist okay, ist okay, ist okay. Also ich glaube hier unten. Dieser Stützpunkt von der KVA gehört jetzt uns, bin ich der Meinung. Weil der ist damit integriert. Ja, genau, richtig. Der war mit integriert. Hier muss man aufpassen, hier kommen ab und zu mal Sachen raus. Wir sehen, hier oben ist ein Radio. Das wird, glaube ich, da oben drin sein, oder? Ja, ist oben drin. Müssen wir mal gucken, dass wir raufkommen. Hier. Anstifter werden vor Ort verhaftet. So, das ist jetzt eigentlich praktisch das, worum es halt auch geht, ne? Die Leute mobilisieren, dafür bewegen, für den Widerstand was zu machen und sich der Sache anzuschließen, damit man halt das befreien kann nach und nach. Und ich finde, vorher kann man sich noch gar keinen Eindruck machen von dem Spiel. Dafür ist es einfach viel zu vielschichtig und vielseitig bei den Möglichkeiten, die man halt hat. So, lass uns sabotieren. Wir sind, glaube ich, bald bei 100%. Dann können wir die Übertragung starten. So. Das ist dann schon echt krass. Also man kann sich erstmal drauf konzentrieren, muss es aber nicht. Ich bin jemand, der halt eigentlich von der Spielweise sich als erstes immer mit darauf konzentriert, weil es halt echt einen extremsten Vorteil bringt. Macht es nicht unbedingt einfach bei manchen Sachen. So 91%. Wie geht's dir? Ist das hier drin? Gehen wir mal hier ins nächste Safehouse. Sollen wir auch, glaube ich, hin. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. So. Hey Brady. Ja. Paris scheint es egal zu sein, aber wir haben noch immer nichts von Walker gehört. Wir kriegen das hin. Ich will gar nicht sagen, wie ab das. So, schauen. Was haben wir hier unten? Was ist bei euch los? Nichts Besonderes. Gucken. Irgendwas. Ich glaube, ich kann. Ja, weil das ist echt gut. Oder beziehungsweise die ist echt gut. Flammenwerfer dafür brauchen wir nicht, aber. Wir werden. Ach, ich kann das noch gar nicht. Ja, dann nehmen wir das stattdessen mit. Ja. Ich glaube, da muss ich eine Klamotte mitnehmen, ne? Weiß ich gar nicht. War das nicht irgendwie? Achso, nee, das haben wir noch gar nicht. Ach, siehste. Nee, dann kommt das wahrscheinlich erst noch. Ich dachte, das wäre noch. Nee, ja, egal. Weil die Armbrust bietet halt die Möglichkeit, auf größere Distanz lautlos Gegner Platz zu machen. Und das finde ich sehr gut. Macht es oftmals deutlich einfacher. So, ja. Schön, dass du hier bist, Freund. Hier könnte man noch in ein anderes Gebiet, aber das wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal hier oben weitermachen. Ach, da gibt es wieder jede Menge Missionen. Wollen wir jetzt aber auch nicht. Achso, verlassen einmal. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt die Mission? Erstmal Revolte anzetteln? Ja, danke, danke. Ja, wir sehen uns, Mann, wir sehen uns. Ah, dann gucken wir mal. Das war... Hier ist ein... Ist ein Stützpunkt. Mit dem Stützpunkt sollten wir es noch nicht anlegen. Das ist noch nichts. Das ist einer der Hauptstützpunkte. Ich glaube, das ist dieser, das Polizeihauptquartier, wo er seine Leute ja vermutet.
beziehungsweise wo er ja schon gesagt hat, dass seine Leute da sein werden. Da kommt man sowieso erst noch später hin. Katzenklappe. Cool. So, mal gucken, dass wir dann hinten vielleicht in die andere Richtung gehen. Da sind auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Hast du gerade einen angegriffen? Ja, kann sein. Ich bin der Meinung, ich hätte da eben was gehört. Ah, die werden jetzt echt rammdösig hier, ne? Also die fangen jetzt wirklich an, die Leute zu plätten. Bürger von Philadelphia. So, das war's jetzt. Lass dir in Ruhe. Gucken, wie viel Prozent gibt's? Zurück! Gar nichts. Oh Gott! Nein! Ja, was denn? Der wollte dich doch. Also, so, das ist auch komisch. Dann rettest du die schon und dann drehen sie total durch. Seine Mutter. Na, das ist okay, Mann. Da drinnen patrouilliert einer. Von daher kann man da eigentlich nicht so ohne weiteres hin. Möchte ich auch gar nicht. Man könnte versuchen, diesen Stützpunkt Straftäter werden verhaftet. Ich hoffe mal, dass wir hier sicher sind. Dass der Konvoi vorbei ist. Da werden wir uns gleich mal schnell darüber schleichen. Ah, schwierig. Ich könnte natürlich versuchen, Terror zu machen. Gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Kehren Sie nach Hause zurück. Was hat er da? Der latscht vor, der eine. Ja, wenn ich jetzt an einer anderen Stelle sitzen würde, hätte ich gesagt, okay, hey, pass auf, wir fahren mit dem Auto dahin. Alle Anstifter werden ausnahmslos verhaftet. Irgendwas ist da. Kehren Sie nach Hause zurück. Die rennen da alle gezielt hin. Du teilst? Ich mach's mir hier mal gemütlich. Vergiss die Schuld. Ach ja, ja, stimmt. Die ganzen Bürger, die hier Terror schieben, ja, das mögen die ja nicht so. So, dann fahren wir mal dahin. Ist ja schön, dass wir das jetzt haben. Und. Boom! Oh, ziviles Opfer, das ist nicht gut. Aber eigentlich müsste der doch jetzt in die Luft fliegen. Hä? Okay, nochmal. Warum? So, jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir uns noch schnell verstecken. Ja. Und die natürlich jetzt nach uns suchen. Nicht so gut. Aber kein Thema. Wir haben ja genug Möglichkeiten, uns zu verstecken. Wir sehen ja schon hier, ne, jetzt sind wir weg. Jetzt finden die uns gar nicht mehr. Ja, so ist das mit uns. Einmal sieht man uns, im nächsten Moment sind wir weg. Jetzt wären wir niemals da gewesen. Was haben wir hier Schönes? Mhm. Ich versuch's ja schon, Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und melden Sie alles persönlich. Sehr gut. Gibt's doch, glaube ich, einen Erfolg, wenn man auf so und so vielen Metern Entfernung ein Heli verteilt. Kann man probieren, wenn die halt an gezielten Stellen, wie zum Beispiel in Stützpunkten, einfach dastehen und nichts machen. Oh, chill doch mal, ey. Ihr wollt doch Widerstandskämpfer sein. Wie könnten ihr denn hier so rumrennen wie aufgescheuchte Hühner? Ihr müsst kämpfen. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt werden sie rabiat. Jetzt jagen sie. Da sind auch einige, du. Guck dir das mal an. Ist nicht ohne. Naja, so würde ich sagen, frisch aus der Munition auf. Bereiten uns auf den nächsten Schritt vor. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.